Zum 14. Mal öffnete das Rheintaunus-Krematorium in Dachsenhausen seine Türen für Besucher. In diesem Jahr war der Andrang besonders groß. Rund 700 Gäste besuchten das privat geführte Krematorium und ließen sich in Führungen informieren. Alle Bereiche und Funktionen des Krematoriums wurden den Gästen erläutert. Auch die Presse nutzte den Tag der offenen Tür, um ihren Lesern Einblicke zu geben, zum Beispiel, wie sich die Bestattungskultur verändert hat und warum das Rheintaunus-Krematorium einen neuen Ofen angebaut hat. Nach den Führungen wurden in den Gruppen die Erfahrungen ausgetauscht. Und viele Gäste hatten viele Fragen, die von den Experten beantwortet werden konnten. Dieses Jahr spielte auch das Wetter mit und für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Und natürlich blieb auch genügend Zeit für alte und neue Freunde, das eine oder andere Pläuschen zu halten.